Heute ist der Rumpf von Fall zu Fall. Und wir schwätzen über die Probleme, die wir am Leben zu haben, die wir nicht verstehen. Dafür haben wir zwei Leute, die uns das können ganz, ganz gut erklären. Und ich hoffe, dass wir euch auch konstant dabei helfen. Lo, Jitfrine denken, oh, Arbeit oder Jitfrine, die bei sich schaffen. Lo, will ich die Arbeit nicht mehr. Ich habe aber Kontrakt mit dem guten Mann. Oder ich habe einen guten Mann, der mir schaffen. Ich habe aber Kontrakt mit dem. Ich will den anderen lassen. Wie geht das für den E? Wie geht es für den anderen? So, also, wir aufhängen, ich schaffe bei der. Wie gehst du mich los? Also, wie gehst du mich los? Ich das auch. Ja, wie gehst du mich los? Aber das ist ganz einfach, du könntest. Du könntest und du musst dann ein Präavis respektieren. Den hast du, wenn du Mann wie 5 Jahre bei mir schaffst, immer und zwischen 5 wenn 10 Jahre, 2 Monate und so weiter, das geht dann. Ohne Grund. Ich kann nicht so, ich kann nicht mehr aufstehen. Du brauchst keinen Grund. Und ob du das willst, denkst du besser von uns oder willst du am Lotto gewonnen hast oder Terrain gibt, sondern du musst schaffen. Willst du mir nicht mehr gehst? Oder wenn ich voilà, nicht mehr so gehen. Ich brauche keinen Grund, um zu gehen. Nee. Los, aber du willst du mich lassen. Oh mein. Ja. Das, das ist nicht so einfach. Ja, weil, gehen wir mal davon aus. Dem Moment, wo ich dich erstelle, hast du ja eine Probezeit. Mhm. Die Probezeit muss ich am Vertrag ganz klar festlegen. So 3 Monate, 6 Monate, wie so das nicht dran steht, dann ist es kein. Dann ist es kein, ganz genau. Und an der Probezeit kann ich so, nun probiert, ob das geht, und dann rausfinden, das geht nicht. Mhm. Voilà. Und da habe ich auch eine Präa, wie das sind 15 Tage oder 24 Tage, je nachdem, wie lange die Probezeit ist. Mhm. Das sind nur die Teile, die nicht wichtig sind. Da kann ich ohne Grund müssen umzugehen an der Probezeit zu so, sorry, Jeremy, jetzt wissen wir nicht mehr gemacht. Und dann geht es Möglichkeit, wenn die Probezeit bis River ist und du bist fest engagiert, du hast ein Kontrakt à durée indéterminée, habe ich nach 2 Möglichkeiten nicht lassen. Das eine, dass man einen graven Fehler muss. Das sind? Du schließt mir ob nur es. Du klaust. Du nimmst so, dann ist es so. Ja. Das ist ein Frau von Beweis. Ja. Das ist, wenn man irgendein penal Dinge zwischen das oft penal oder Klauen, das etwas ganz Schlauen. Schlimmes. Frechheiten können doch sein. Ich meine, in den Alltag bei den Patron können, da seht du, wieso oder am Süden? Ich weiß auch nicht. Aber du weißt doch nicht, weil nicht so und am Fernsehen kann. Voilà, ja. Ganz genau. Dann kann der Patron eine Rekommande machen. Also, ich kenne ihn dir fristlos. Pur Fotograf, und dann ist es wichtig, da müssen an dem Brief genau schreiben, detailliert, was man dafür gehört. Mit Datum, Auerzeit, Zeilen, was auch immer. Extrem, extrem präzise. Ist der Brief nicht präzise, dann geht der Licenciement abusiv. Oder sind die Sachen nicht wahr, dann kann der Licenciement abusiv gehen. Man muss das da schon können beweisen, wann die Gefährder kommen. Und dann die Lächmöglichkeit, nicht lassen zu gehen, ist, dass ich da kenne ich mit Präavis. Da brauche ich an dem Brief keinen Grund umzugehen. Der Präavis ist doppelt so heiß wie den, den du mir musst gehen. Das ist 2 Monate, wenn du in 5 Jahren durchschaffst und so weiter. Gell? Immer der doppelt von dem, was der Salari hat. Und an dem Brief selber muss ich keinen Grund umgehen. Okay. Da kannst du so, bah, très bien, wenn das so ist, dann hast du das so, du bloß mit dabei. Das ist auch eins, du musst nicht das Dummste, was ich machen kann. Oder du siehst so im Moment mal. Du hast für den du jahrelang, ehrlich, 3 Jahre brav geschafft, du bist immer pünktlich, Seele besoffen. Und du kannst nicht immer heilen. Da kannst du bannend einen Mond mir eine Rekommande machen, so, mein lieber Junge, ich hätte auch gerne grün. Und dann muss ich dir bannend einen Mond antworten. Da musst du mal grün und da muss ich grün haben. Das muss nicht die schlimmen grün sein, aber es muss einfach grün sein. Ja, die Produktivität werden, du hast angefangen, Dometen zu machen, du hast. Was per Mal am Mann geht, was ständig zu spät kommt, was auch immer. So, so grün. Und auch den grün muss ich dann erstmal mit großer Präzision gehen. Wie nicht, wo, wie und so weiter. Voilà, ganz genau. Und dann ist es mir, ich gehe so, ich akzeptiere die grün, ja, du hättest aber recht, ich wäre auch da ein bisschen zu schlampig. Also mein Problem ist, ich mein neuer Platz. Oder du kannst so, ja. Da kannst du den Richter befassen. Und der Richter, der Gericht, das steht, dass ein professioneller Richter mit einem Assessor, der von den Salarien und einem Assessor, der von den Employer bestimmt wird, die machen uns einen Test. Sie sollen die Gründe, die dort stehen, sie wird bei der Fotograf oder sie wird beim Präavi. Wenn die wollen, wären, gibt das dann ein entlassen, rechtfertigen Ja oder Nein? Ja, da kann der Patron sie beweisen. Das heißt, wir haben Umkehr der Beweislast, dass der Patron, der muss beweisen, dass das vorher was man am Brief geschrieben hat.
Los, los immer sich von der eins bei der Präavis. Sie wird ein Main, zwei, drei Main, und dann sind ich da draußen. Muss ich da schaffen kommen? Muss ich da nicht schaffen? Geh bezahlt. Los kommen sie und alle zwei Main. Musst du mehr bezahlen? Muss ich die zwei Main schaffen kommen? Musst du mich die zwei Main schaffen kommen lassen? Wie geht das? Ja, im Prinzip musst du schaffen gehen. Es gibt Möglichkeit, dass ich so ich dispensiere die Stoffe. Das kann am Kündigungsbrief sein, das kann einfach mit spät sein. Mhm. Ich weiß, du könntest bei mir sagen, hey, ja, ich verstehe, ich werde ja ein bisschen in letzter Zeit nicht so gut drauf. Bin. Bon, ich akzeptiere das dort. Und das ist nicht mehr schwer, was ein feiner Kerl ist. Wer bleibt du heben den Mond oder die zwei Monate, dann wirst du doch gut Zeit für drängen, eine neue Schaft zu sichern. Mhm. Ich kann dich dispensieren. Ich muss dich nicht dispensieren. Ah, wenn ich nur noch einen Brief, ich kriege einen Brief, und die zwei Monate, wenn ich dann nicht abkommen, nicht mehr zurückkommen, ob der dann ist, wie wenn ich meinen Arbeit verlost hätte. Genau, da kann ich nicht ein paar Fotografen. Das wäre ja zum Beispiel ein Fotograf nicht schaffen kommen. Mhm. Das ist ganz klar ein Fotograf. Ah, ja. Und ein schönes Spiel. Was geht denn also Fotografen? Zum Beispiel, ich komme drei Wochen später aus dem Congé, ohne Krankenschein. Ganz genau, dann wärst du drei Wochen und ein schönes nicht da. Das ist ein Fotograf, selbstverständlich. Mhm. Und da bin ich nicht mehr abtaust. Der Patron weiß nicht, kennt den nach, was dem etwas geschieht, dem meldet sich nicht. Gell. Da kann man dafür können. Wenn wir zusammen, wenn wir zusammen eine Gemeinschaft dann schaffen, das schaffst du mich, warum muss man einen Arbeitskontrakt überhaupt tun? Oder können wir auch so einen. Du kannst gut vorstellen. Du weißt nicht, für was das du heißt. Du kannst richtig gut vorstellen. Nee, das ist so ein Erbesvertrag, wie ich als ein Erbesvertrag, ein Erbesvertrag. Ja. Und da gibt es einen sicheren Test vom Lien de Subordination. Das heißt, haben wir ein Verhältnis, wo ein dem anderen sehr Chef ist, ja oder nein. Wenn wir zwei zusammen arbeiten, wir gehen Sendungen abholen, dann ist nicht der eine dem anderen sehr Chef, dann ist das eine Kooperation, mhm, und dann ist es kein Erbesvertrag. Gell? Aber wenn du siehst, du gehst du heilen, dann musst du heilen, dann haben wir einen Erbeskontrakt. Wenn wir nur aber keinen, wir waren nicht jüdisch, wir sind also von einer Eins gehen, hey, machen wir die Erbes, das geht da so viel, das geht über eine Zeit X. Aber wir haben keinen Arbeitskontrakt gemacht. Sind wir aber an dem Arbeitsrecht dran, wenn du dann die Lizenz mir abusiv gibst, mein Kreis muss raus? Du bist im Prinzip nicht da dran, wenn dein Tag präzise wäre, wenn du siehst, hey, du kennst dich gut aus, am Geld, kannst du mal mit diesen Eschen da pflanzen. Ich habe schon keine Zeit, ich komm, mich bezahlen da etwas. Das ist kein Arbeitsvertrag. Wenn ich aber bei dir all die Geld mache und du siehst auch, wie ich das soll machen und das fortwährend, dann haben wir ein Arbeitsverhältnis. Mit Dori, was ich mich ja geschrieben habe, also das klingt da ein, weil das in der Praxis. Heinz, du wirklich kompliziert zu so ein Erbesvertrag oder nicht. Du hast zum Beispiel den Fall von den Zeitungskiosken, wo denen die Zeitungen verdreift, was den Leuten, die Kiosken haben, einen Vertrag hat, wo gesagt wird, ja, die sind independent. Die muss zwar abholen, dann, die muss das dann da, dann haben sie 25 Seiten Konditionen, die Medien sind frei. Und die Leute konnten selber Leute engagieren, die viel sie geschafft haben an dem Kiosk und nicht mehr groß werden. Du hast eine Zeit lang gesagt, dass das ist einfach ein Erbesvertrag und du hast die Jurisprudenz geändert und du hast gesagt, nein, das ist ein kommerzieller Vertrag zwischen einem Zeitungsvertreiber und einem Kioskbetreiber. Also kein Erbesvertrag. Lo, wie lo am Gott, du kennst mir lo 10 Jahre lang, dreimal den Mond Fissmeien. Das meine, man kennt das alle gut, oder den Opusbau oder irgendwie so. Und lo irgendwann meinst du selber, oder du meinst so schlecht, ich will dich nicht mehr. Du kannst ja darauf pochen, dass du einen Arbeitsvertrag machst. Weil ich ja so lange gesagt habe, mehr mit Visern. Nein, an diesem Beispiel gebe ich so, wer kein Arbeitsvertrag hat, wäre ja nicht konstant. Es geht nicht mehr in der Saison gemäht, es wäre nicht mehr ganz sporadisch. Das ist uns kein Arbeitsvertrag. Aber wie gesagt, die Limit, die ist nicht so einfach zu zeigen. Ja. Und wir könnten nur zwei Jahre vor kurzem länger und trefflich drüber streiten. Ja, du komm. Dreimal die Woche. Ich schon reden, du denkst, wie du kein Streit. Komm dreimal die Woche nach meinem Baum gucken, weil ich gucke nicht nur hier. Du gehst für so einen Kaktus und du wärst ein bisschen Fenster und du bist in der Pension, du hast ja nichts zu tun. Und du musst das über Jahre. Und irgendwann denke, voilà, weißt du, wie das dann so ist. Ja. Also ein Erbesvertrag ist auch gültig und ist auch ein Erbesvertrag, auch wenn nicht schriftlich aufgeschlossen wird. Es gibt auch mündlich Erbesverträge. Und das wird dann so ein Fall, wo ich so gut, dass irgendwann wird das so eine Konditionen dürfen nie schriftlich festgehalten. Ja. Mehr, du hast mir regelmäßig die Pipe zu, dich regelmäßig in der Dinge, oder die habe ich gemerkt, ja, dann habe ich einen Erbesvertrag.
Also kann er, das soll er nicht so einfach hoffen, aber trotzdem, dass wir ein bisschen weitergeholfen tun. Tja, die zwei, da gehen wir uns rum, wenn es rum heißt, von Fall zu Fall.